Der neue britische Außenminister Jeremy Hunt hat am Mittwoch Österreich besucht. Bei dem Treffen mit Amtskollegin Karin Kneißl ging es neben internationalen Themen wie den Spannungen mit Russland vor allem um den EU-Austritt Großbritanniens. Was uns interessiert, ist ein pragmatischer Zugang. Es muss funktionieren. Wir bereiten uns aber selbstverständlich auch auf verschiedenste Szenarien vor. Also vorbereitet sein für unterschiedlichste Möglichkeiten. Was auch ganz klar ist, in den Leitlinien vom März 2017 wurde klar festgelegt, dass die Kommission verhandelt. Die Einheit der restlichen 27 ist dadurch gewahrt. Wir haben erkannt, dass die Austrittsentscheidung des britischen Volkes in der EU nicht willkommen war. Wir wollen aber Freunde bleiben und auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Die derzeitige Situation mache ihn betroffen, so Hunt. Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU stagnieren. Es brauche eine pragmatische Lösung, um keinen geschichtsträchtigen Fehler zu machen. This is not Project Fear, this is Project Reality. Ich will keine Angst schüren, das ist die Realität. Wir müssen bis zum Jahresende eine Entscheidung über Großbritanniens Zukunft treffen. Wir müssen offen und ehrlich reden. Die Zeit ist kurz. Es wird weitergehen mit Großbritannien, egal was rauskommt. Aber in unstabilen Zeiten ist es auf jeden Fall besser, Nachbarn und Freunde zu haben, die die gleichen Werte teilen und zusammenstehen. Es ist eine wichtige Entscheidung, die schwerwiegende Folgen für uns alle haben kann. And that's where we do think it's important to point out that there are very, very serious consequences for all of us on all sides of this argument if we get this judgment wrong. Eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen sei keine Lösung, so Außenminister Hunt. Diese würden weder das britische Parlament noch die Bevölkerung akzeptieren.